Servus Leute, mein Name ist Yannick und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier von mir auf meinem Kanal. Ich habe die letzten Tage immer wieder Videos freigeschaltet, ihr habt auch immer wieder Videos von mir gesehen, immer wieder kommentiert und was ihr im Hintergrund gar nicht mitbekommen habt, dass ich in den Prüfungen bin. Ja, um genau zu sein, ich habe heute, Tag der Aufnahme ist der 15.05., sage und schreibe meine dritte Prüfung in Folge beendet und das ist noch nicht mal die Halbzeit. Ich habe jetzt noch morgen und übermorgen jeweils eine Prüfung, Deutsch und Englisch. Dann habe ich 2 Wochen frei, zum Glück. Und dann sind es nochmal 3 Prüfungen direkt aufeinander folgend. Und dementsprechend war ich etwas aufnahmefaul. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Zeit. Und ich bin auch ganz ehrlich der Meinung, jeder, der behauptet, er hat keine Zeit, während den Prüfungen Videos aufzunehmen, ist ein Lügner. Was eher der Fall ist, ist, dass er keine Lust oder andere Dinge getan hat, statt das. Also meistens eben einfach keine Lust drauf hatte. Denn so eine Prüfung ist sehr anstrengend. Und sich dann hinzuhocken und wirklich konzentriert noch irgendwas zu spielen, auch wenn es so doof klingt, aber es ist anstrengend, dann auch noch alles zu kommentieren. Und ich habe viel gespielt die letzten Tage, wer mich auf Steam hat, der hat auch gesehen, ich habe irgendwie Just Cause 2 ausgepackt, einfach weil man dabei nicht nachdenken muss. Aber wirklich für viel war ich nicht in der Lage. Ich bin auch hundemüde immer am Abend. Dementsprechend tut es mir sehr leid. Ich werde natürlich, sobald das Wochenende jetzt startet, hoffe ich endlich wieder die Motivation auch finden, weiterhin wieder richtig viel aufzunehmen. Das Doofe ist, dass Kerbal Space Program mir selber so ein bisschen die Motivation nimmt, denn durch meinen kleinen Patch-Fehler, den ich hatte, habe ich doch es geschafft, dass mein Spiel wieder nach jedem zweiten Launch abstürzt. Ich vermute, das liegt daran, dass ich jetzt die alte 0.19er Version habe und in der das noch nicht richtig, irgendwie noch nicht so ist wie in der anderen. Ich habe keine Ahnung, ich kriege auf jeden Fall meine alte nicht mehr zurück und habe deswegen halt leider so ein kleines Problem, dass mein Spiel nach jedem zweiten Launch und wirklich nach jedem zweiten Launch abstürzt. In der 0.20 soll dieser Bug gefixt, also Bug ist es ja nicht direkt, dieses Problem gefixt werden. Das liegt daran, ich habe noch ein 32-Bit-System. Und ich weiß, jeder von euch wird mich jetzt schlagen, der so ein bisschen Ahnung von PCs hat. Ein 32-Bit-System ist einfach grottig. Aber es ist halt so. Deswegen kriege ich gerade mal 3,7 GB auf meine Platte an RAM. Und das ist nicht genug momentan für Kerbal Space. Also es ist schon genug für Kerbal Space Program, aber nicht genug, um flüssig und perfekt zu laufen. Und deswegen habe ich das Problem momentan, dass mein Kerbal Space Program halt nach jedem zweiten Launch abstürzt. Wie gesagt, die 2.0 soll ein bisschen ressourcensparender programmiert, also es sollen ein paar Sachen gemacht werden, damit es ressourcensparender ist, um genau dieses Problem zu fixen. Ich hoffe verdammt nochmal darauf, dass dieses Problem wirklich gefixt wird und ich endlich das Spiel wieder richtig spielen kann, denn da macht dieses Spiel mir auch wahnsinnig viel Spaß. Deswegen nimmt mir aber das momentan so ein bisschen die Motivation, euch die Tutorials zu bieten, die ich eigentlich noch machen wollte. Denn dazu muss ich Raketen bauen, muss diese Raketen testen, muss dann das Spiel, muss dann die Rakete wieder zurücksetzen und nochmal starten und das Ganze kommentiert. So, ihr könnt davon ausgehen, dass meistens nicht die allererste Rakete genau das macht, was sie soll. Ich meine, klar, mit einer Rakete zu bauen, die dann wahrscheinlich in den Orbit kommt und noch ein bisschen weiter raus, sollte ich inzwischen hinkriegen beim ersten Versuch. Meistens, wenn ich nicht gerade irgendwie dumm rum experimentiere. Also, das sollte schon irgendwie möglich sein. Aber eine Rakete hinzubekommen, die zum Beispiel eine interplanetare Mission machen kann, beim ersten Versuch hinzubekommen, das einfach so ohne irgendwelche Verbesserungen, das ist schwer. Und wenn ihr euch die Livestreams von Scott Manley anschaut, übrigens sehr empfehlenswert, schaut euch die Dinger an. Also wenn ihr ein bisschen Englisch versteht, schaut euch die Livestream-Aufnahmen auf seinem Kanal von Kirby Space Program Co. an. Echt empfehlenswert, super gut. Aber da sieht man, dass Scott Manley auch, und er ist wesentlich besser als ich in Kirby Space Program, und auch er muss immer wieder zurück in den Hangar und ein paar Sachen verbessern. Mal hat man Struts vergessen, mal hat man das Staging falsch gemacht. Und wenn ich nach jedem Launch, also jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, okay, hier ist was falsch, wieder zurückgehe, es verbessere und dann weiß ich, muss mein Spiel wieder neu starten und es dauert dann halt nochmal 3-4 Minuten, dass nach jedem zweiten Launch, also jedes Mal, wenn ich das zweite Mal auf Launch drücke, das passiert, dann geht so ein bisschen der Frustfaktor hoch. Und das ist natürlich schlecht für ein Tutorial. Denn ein gefrusteter Yannick ist kein guter Yannick. Was sich dagegen sehr gut dafür anbietet, sind Abonnentenraketen. Ich habe jetzt noch eine auf der Platte, die ist noch nicht gerendert. Die werde ich auch nicht rendern, die werde ich nochmal neu aufnehmen. Denn ich war an dem Tag etwas gereizt. Nicht gereizt, das ist der falsche Ausdruck dafür. Ich war
nicht so gut drauf, wie ich sonst drauf bin. Und dann war diese Rakete so, dass sie mir irgendwie zusammengefallen ist, permanent. Und dann ist mir das Spiel abgestürzt und dann war ich wirklich angepisst. Weil das vorher noch nicht vorgekommen ist mit dem Abstürzen. Ich habe ja davor das noch, davor hatte ich noch die alte Version, dann ist es plötzlich wieder so vorgekommen. Das hat mich halt echt angepisst dann noch. Und deswegen möchte ich die nochmal neu aufnehmen. Ich fand es nicht fair demjenigen, der mir das eingesendet hat, gegenüber, dass ich das Ganze so mit schlechter Laune hochlade. 100. 100, ich wurde ganz geil angeschrieben, tut mir leid. Abonnentenraketen lohnen sich. Und ich habe auch schon drei Abonnentenraketen, meine ich jetzt in petto. Eben einmal die, die ich nochmal aufnehmen muss. Nochmal ein VTOL. Ich muss übrigens nochmal hier sagen, an denjenigen, der mir das VTOL geschickt hat, ich habe jetzt gerade einen Namen in den Kopf, es tut mir sehr leid. Ich werde es dann nochmal in dem Video von ihm auch nochmal erwähnen. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du eine Rakete nachgebaut hast, weil du hast es ja, ich habe es nur zu spät erwähnt, aber du hast es in die E-Mail ja reingeschrieben, dass diese Rakete inspiriert wurde von einem YouTuber. Dafür musst du dich nicht entschuldigen, wenn du das sagst. Da ist es vollkommen okay, wenn ich spiele auch Raketen, die inspiriert wurden von anderen Leuten. Ich lasse mich ja auch, viele meiner Raketen sind inspiriert von YouTubern, von Scott Manley vor allen Dingen, sind viele meiner Designs inspiriert, weil einfach gute Raketen wurden. Ist halt leider so. Oder leider zum Glück. Einfach dazu schreiben, wenn ihr euch inspirieren lasst, dann ist das gar kein Problem. Dann braucht ihr euch nicht zu entschuldigen. Aber er hat mir nochmal ein VTOL geschickt. Oder ein VTOL, gar nicht so ein Ding. Er hat mir nochmal was geschickt und das finde ich cool von ihm. Auf jeden Fall. Das soll jetzt auch nicht nachgebaut sein, sondern wirklich eigenes sein. Ja, ich bin mal gespannt. Die Sachen eignen sich natürlich super, weil die muss ich nicht nachbauen. Die starte ich und wenn sie nicht funktionieren, dann funktionieren sie halt nicht. Damit müsst ihr dann momentan leider re leben. Ich würde sie gern fixen, aber ihr wisst, fixen ist dann wieder das gleiche Problem wie mit den Tutorials. So, wir können die 2.0 natürlich schon sehnsüchtig erwarten. Die ersten Sachen sind schon frei. Also, Großteil des Patch Notes sind ja schon bekannt, was kommen wird. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Mir fällt gerade nicht ein, was alles reinkommt. Ich weiß auf jeden Fall, eine Sache kommt rein und das sind die Flaggen und darauf freue ich mich total, weil ich will unbedingt auf dem Mann landen und ich will eine Flagge reinhauen in diesen Mann. Ja, egal. Kommen wir wieder zurück zum Thema, warum ich euch eure Hilfe auch jetzt brauche. Steht wahrscheinlich auch im Titel. Ich brauche eure Hilfe dabei, dass immerhin ihr meine Abonnenten seid und ihr entscheidet ja auch so ein bisschen, was ihr sehen wollt. Nun, ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwelche Sachen machen, die mir keinen Spaß machen. Aber was ich vorhabe, ist auf jeden Fall, wenn ich diese Ferien irgendwie Zeit dazu kriege, dass ich meinen Spore-Let's Play endlich zu Ende bringe. Ich denke, das ist auch im Sinne von einigen von euch. Ich glaube, das war mein 100-Abonnenten-Special, oder? Ich habe das immer noch nicht fertig. Ich bin schon bei 442 Abonnenten. Nicht 224 bin ich momentan. Tut mir leid, kleiner Zahlendreher. Spore-Let's Play würde ich zu Ende bringen, gerne. Ich würde gerne eben diese Abonnentenraketen machen. Und ich werde das auch alles machen. Jetzt ist die Frage, was wollt ihr noch gerne sehen? So an Sachen in allen möglichen. Wollt ihr mehr von dem nicht Fasten Light, sondern Kinetic Void sehen? Ein bisschen mehr, was ich da noch mache. Wobei, wie gesagt, da gibt es halt noch nicht so viel zu zeigen. Ich könnte mal wieder versuchen, die alten Kameraden zusammenzutreiben und eine Runde, wie heißt's, Companies of Heroes spielen. Oder ich könnte natürlich auch ein bisschen KSP machen. Definitiv könnte ich das sogar machen. Da ist so die Frage, was würdet ihr denn gerne haben, was ich mache? Ich werde nicht noch ein Let's Play momentan anfangen, dazu ist mir einfach die Zeit zu schade, es ist einfach zu heftig dann. Das will ich dann nämlich wieder nicht zu Ende bringen, richtig, und dann nervt das auch ein bisschen. Bei KSP gibt es so ein paar Sachen. Also ich könnte einmal die Abonnentenraketen machen. Da freuen sich sicherlich einige, dass ich die mal zeige. Ihr dürft mir auch gerne immer noch Abonnentenraketen einsenden, jederzeit. Ich gucke die mir dann an und also ich spiele die dann, ich gucke die dann direkt beim Aufnehmen an. Das heißt, wenn ihr eine Rakete baut, kommt die eigentlich instant ins Video. Es sei denn, das ist irgendwas doof. Also ich möchte nicht irgendwelche Troll-Sachen, wo dann irgendwelche doofen Namen in den Raketen steht. Ich habe sowas noch nicht bekommen, aber ich weiß, wie lustig manchmal Leute bei Minecraft Adventure Maps sind, irgendwelches Nazi-Zeug da reinzuschreiben, irgendwie sonstige lustige Dinge nachzubauen oder so.
Das könnt ihr gerne sonst. Ich meine, wenn mir jetzt irgendjemand echt hinkriegt, eine perfekte Penisrakete zu bauen, ganz ehrlich, die fliege ich dann auch. Weil das ist dann einfach lustig, aber irgendwelches so Vorstufen-Witzniveau, so unterste Schichtniveau. Also ich finde ehrlich gesagt solche mal so kleinere Anspielungen, die einfach lustig sind, weil sie gut umgesetzt sind, sind okay. Aber echt, gerade eben was so Nazi-Zeug und so angeht, das kann ich überhaupt nicht ab. Da kreuzen sich mir die Haare. Das hasse ich. Ja, eben die Abonnentenraketen auf jeden Fall. Also ich denke, da kommt keiner auf so doofe Ideen und sowas nachzubauen. Ich wüsste auch nicht wie, aber ihr seid kreativer als ich, das weiß ich schon mal. Auf jeden Fall, was noch möglich wäre, was ich auch sehr gerne machen würde, da könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon haltet. Ich werde schon wieder zu schnell, ne? Also ich habe ein paar Kommentare bekommen, ich soll mal ein bisschen mich mehr konzentrieren und mich mehr vorbereiten. Das werde ich wahrscheinlich bei Tutorials ab und zu machen, aber sonst nicht so sehr mehr. Weil ich bin spontan. Tut mir leid, es ist einfach so. Aber ich versuche gerade, wie ihr auch vielleicht merkt, etwas langsamer zu reden, damit es ein bisschen verständlicher für euch ist, ein bisschen angenehmer zum Zuhören. Und es ist für mich auch ehrlich gesagt angenehmer zum Reden, so. Nur es ist wahnsinnig schwer für mich. Ich muss mich echt konzentrieren, langsam zu reden und ja. Aber ich bemühe mich, ich kriege das hin. Ich hoffe es zumindest, dass ich ab und zu mal das zu jetzt hinkriege. Ich versuche das jetzt einfach ein bisschen durchzuhämmern. Und wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe, dann werde ich auch eher so. Ja, was ich meinte, ich würde gerne mal wieder eine Runde die Meinung des Leids aufnehmen. Und zwar zu einem Thema, das ich jetzt gerade erst auf YouTube gesehen habe von ein paar Kommentatoren, COD-Kommentatoren. Und zwar ist es so, dass die gesagt haben, YouTube ist ein Dummvolk, wie es so schön hieß, und haben das natürlich begründet so, es gibt so viele Kanäle, die dumme Videos machen, wo man echt sich am Kopf langen muss und sagt, das ist so niveaulos, und die so viele Einschaltquoten bekommen. Und die haben dann eine ziemlich kritische Meinung gegenüber angebracht. Sprich, die haben gesagt, YouTube ist zum Großteil dumm und viele Leute gucken diesen dummes Niveau, was auf RTL und so läuft. Und sie könnten nicht verstehen, wieso sich Leute sowas antun. Und das sei kindischer, unreifer Humor. In gewisser Weise muss ich ihnen recht geben. Es gibt sehr viel dummes Zeug auf YouTube, wo man echt sich an den Kopf langen muss. Ups, das sollte nicht in der Videoaufnahme zu hören sein. Echt ziemlich viel dummes Zeug, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, warum? 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 Aber andererseits muss ich sagen, was die dann auch wieder da erzählt haben, da klang für mich so ein kleines bisschen auch der Neid, oder nicht der Neid direkt, sondern so ein bisschen dieses, warum die mit wenig Mühe und wir mit viel Mühe raus. So ein bisschen Bitternis dahinter. Und das fand ich bei denen wiederum nicht gut. Weil ich echt der Meinung war, ganz ehrlich, wenn es funktioniert, warum sollte man es nicht machen? In dem Fall. Weil, hey, es funktioniert, dass man dummes Zeug macht und damit Leute erreicht. Und warum nicht, wenn die Leute genau das sehen wollen? Ist doch kein Problem dahinter. Ich persönlich habe auch nur, also nur in Anführungszeichen 424 Abonnenten momentan. Ich freue mich total darüber. Ich bin persönlich nicht der Meinung, dass ich nur irgendwelches schwachsinniges Zeug labere. Also gut, ich labere meistens irgendwelches schwachsinniges Zeug, aber nicht so tiefes Niveau, wie manche Leute da an den Tag legen. Aber es gibt halt verschiedene Zielgruppen auf YouTube und ich finde, da sollte man jede bedienen können und man sollte halt dann auch damit zufrieden sein. Und wenn jemand halt mit dummem Zeug Erfolg hat, dann gönne ich ihm den Erfolg. Aber der stört mich ja nicht dabei. Ihr seht, ich verfall mich schon in dieses Thema ein bisschen. Und ja, es würde mich interessieren, also ich würde dieses Thema eigentlich ganz gerne aufgreifen, aber nur wenn es natürlich auch euch interessiert. Dementsprechend, dafür sind die Kommentare natürlich da. Sagt mir in den Kommentaren, würdet ihr das gerne sehen? Würdet ihr lieber Abonnentenraketen sehen? Tutorials, wie gesagt. Also wenn es euch echt nichts ausmacht, würde ich gerne die Tutorials aufheben, bis die 2, also 0.20 raus ist. In der Hoffnung, dass in der 0.20 das Spiel flüssiger läuft und ich wirklich spielen kann ohne Abstürze. Denn dann habe ich erstens mehr Lust dazu, zu diesen Tutorials. Und zweitens, wir sind auch auf dem aktuellen Stand. Wenn die 0.20 raus ist, dann habe ich ja erstmal, sagen wir mal, 4, 5 Monate, denke ich mal, wird es dauern, oder 3, 4 zumindest wird es dauern, bis die nächste Version rauskommt von Kirby Space Program.
Und so lang sind die Tutorials auch wirklich brandaktuell. Dementsprechend eure Meinung in die Kommentare dazu. Auch eure Meinung zum Spore-Let's Play, ob ich das fertig machen soll, in die Kommentare. Ich meine, wenn jetzt echt jeder sagt, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, dann lasse ich das natürlich auch. Und ich würde gerne in den Kommentaren wissen, was ihr am liebsten für Tutorials hättet, wenn ich wieder welche mache. Momentan habe ich noch in petto Interplanetare Flüge, den zweiten Track. Ich habe ja das Swingby-Manöver erklärt. Das Swingby-Manöver hat aber halt den Nachteil, dass es im Endeffekt doch mehr Fuel frisst als das andere, der andere Trick. Weil ich beim anderen Trick einfach schöner abbremsen, also schöner an die Planeten direkt rankommen kann. Da zeige ich euch dann auch eine Seite, die euch sagt, wie die Planeten stehen müssen und alles. Also dieses Tutorial will ich auf jeden Fall machen. Das ist ziemlich interessant, dieser Trick. Den habe ich auch früher nicht angewandt, den habe ich nur bei Scott Manley jetzt gesehen. Und den muss ich echt euch auch mal erklären, dann, das ist nämlich ziemlich nett dort. Dann, was haben wir noch für Tutorials? Ich würde gerne mal wieder fragen, ob ich ein paar Tutorials wiederholen soll. Es sind ja doch jetzt neue Sachen dazugekommen. Und ich bin ehrlich gesagt mit dem alten, wie baue ich einen Satelliten, wie komme ich in den Orbit und meine ganzen Baututorials sehr unzufrieden, weil sie doch sehr stark unstrukturiert waren und sehr durchwachsen und so. Da will ich fragen, besteht da Interesse, dass ich das nochmal komplett neu aufbaue, praktisch so eine, also wenn ich jetzt mit den letzten Prüfungen dann wirklich fertig bin und die 0.20 rauskommt, wäre es dann in eurem Interesse, soll ich mal so ein Neu-Ding machen? Wir fangen wieder von den Basics an. Ich erkläre dann auch mit den Basic-Begriffen. Also statt dann wirklich schon zu sagen, wir fliegen jetzt bis zum Apoapsis, dann geben wir voll Thrust, bis der Periapsis und der Apoapsis ungefähr gleich sind und dann warpen wir uns. Ich fange dann echt von ganz vorne an. Erklären, was ist der Periapsis? Was ist der Apoapsis? Was bedeutet das Warpen? Wie warpe ich? Was bedeutet Thrust für die Leute, die es nicht unbedingt auf Englisch, die es nicht übersetzen können? Worauf muss ich achten bei einem Raketenflug? Was ist... mein Bildschirm ist ausgegangen. Was ist... Keine Ahnung, es gibt so viele Dinge. Was ist RCS? Wie benutze ich RCS? Was ist SAS? Wie benutze ich SAS? Wie kommt das Ganze zustande? Wie spielen die Komponenten miteinander eine Rolle? Solches Zeug. Würde ich alles gerne euch nochmal erklären. Kein Problem für mich. Es hat so ein bisschen den bitteren Beigeschmack von Reuploads. Muss man ja irgendwie dazu sagen. Deswegen ist die Frage, wie soll ich das machen? Soll ich dann einfach die alten Videos auf privat stellen? Das Problem ist, dass Kirby Space Program sich permanent ändert. Ich persönlich mein Wissen auch permanent erweitere zu dem Spiel. Und Sachen, gerade die ersten Tutorials, sind nicht mehr ganz brandaktuell. Das mit Gravity Turn und Co. funktioniert zwar noch, wie komme ich in den Orbit, das funktioniert, also sind ja alles noch die gleichen Sachen. Wir haben aber inzwischen neue Bauteile und können halt auch unsere Rakete etwas anders bauen als früher. Und allein schon die Tatsache, dass ihr wahrscheinlich in den alten Tutorials gar nicht mehr die Bauteile wiedererkennt, denn ich meine, ich habe die gemacht in der 1.7 das Tutorial oder in der 1.8, ich bin mir nicht ganz, ich glaube in der 1.7 habe ich es gemacht, das Tutorial, und damals sahen ja zum Beispiel die Fuel Tanks noch ganz anders aus und auch das Staging sah noch ein bisschen anders aus und ja, da könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Ja, ich würde sagen, bevor ich euch heute Abend noch das, oder was auch immer für eine Zeit gerade halt ist, euch das Ohr abnage, ich widme mich dann jetzt dem Rendern dieses Videos, dass ich das auch möglichst bald hochladen kann. Ich freue mich dafür, dass ihr mir zugehört habt. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare jetzt, also schreibt mir alles in die Kommentare, alles in die Kommentare. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr das auch findet, dass ich so ein bisschen versuche, langsamer und deutlicher zu reden. Gerade bei Lights Meinung versuche ich diese Redestil, den ich jetzt gerade habe, so ein bisschen anzuwenden auch. Also etwas ruhiger, etwas gemächlicher. Ich werde mir auch in Zukunft wahrscheinlich für Lights Meinung wirklich wieder Notizen machen, wenn ich gewisse Dinge ansprechen möchte. Das wird dann echt so ein bisschen Podcast-ähnlich, halt vielleicht mit Gameplay im Hintergrund, vielleicht auch nicht. Eure Ideen sind gefragt, denn das hier ist ein YouTube-Kanal und wir sind hier beim YouTube. Das ist nicht wie im Fernsehen. Ihr guckt euch eine Serie an. Wenn sie euch nicht gefällt, schaltet ihr aus. Und wenn sie euch gefällt, bleibt ihr drin. Ihr könnt selber bei den ganzen Fernsehprogrammen, sage ich mal, mitbestimmen. Das heißt,
Wenn ihr Kommentare da lasst, dann helft ihr praktisch dabei, das Ganze so anzuordnen, wie es euch gefällt. Ich kann nicht auf jeden Wunsch individuell eingehen, denn wenn ich das tun würde, dann müsste ich wahrscheinlich jedes Video 420 Mal bestimmt jetzt für euch machen. Vielleicht überschneiden sich ja ein paar Meinungen, aber also ich sag mal, für jeden Abonnenten müsste ich praktisch so ein bisschen einen eigenen Schliff reinbringen. Das geht natürlich nicht. Aber so im Groben und Ganzen weiß ich, in welche Richtung ihr so tendiert. Wie gesagt, das mit dem langsamen Reden, das mit Sachen, keine Ahnung, es gibt ein paar Sachen, wo ich einfach merke, die haben euch gefallen, und es gibt ein paar Sachen, die haben euch nicht gefallen. Wie zum Beispiel das mit den Fails drin lassen, das gefällt euch super gut, das merke ich. Ihr seid richtig dabei, wenn ihr sagt, ab und zu mal ein Fail. Ich denke, ihr wolltet mich nicht 20 Mal der gleichen Sache failen sehen, dann wird es langweilig werden. Aber gerade bei Tutorials und so ab und zu mal einen kleinen Fail, wo es schief geht, und dann zu sagen, hey, so und so können wir es uns dann noch retten, das gefällt euch besser, als wenn ich das die Aufnahme neu starte. Von dem her, das habe ich schon durch euch gelernt. Also, mein Kanal entwickelt sich nur, wenn ihr mir helft. Ganz einfach. Und ihr kriegt Unterhaltung, solange ihr mir helft. Beziehungsweise ihr kriegt auch so Unterhaltung. Ich mache das so gern. Aber auf jeden Fall, ich fände es toll, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Ich denke, ihr macht das auch, oder? Ihr seid nett. Ihr seid eine tolle Community. Ich habe hier richtig tolle Leute dabei, die teilweise echt super toll kommentieren. Muss man einfach so sagen, das ist jetzt kein Geschleim an die Community, wie es irgendwie doch jeder macht, aber es ist halt wirklich so, und YouTube ist es saugeil, wenn man merkt, man macht etwas und es kommt gut an. Und es macht Spaß, sich da mit der Community zu unterhalten. Ihr merkt, ich antworte auch fast jedes Kommentar, weil ich einfach echt gerne mit euch rede. Ich würde so gerne live streamen, aber es geht leider von meinem Internet her nicht. Nun gut, ich verabschiede mich für den heutigen Abend, also bei mir ist es gerade Abend, deswegen sage ich die ganze Zeit Abend. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Yannick. Over and out.